Hallo und herzlich willkommen zurück bei Subnautica. In der letzten Folge haben wir ja schon angefangen, so einen tollen Constructor zu bauen. Und der nächste logische Schritt wäre es daher... Ups, was ist denn hier los? Wir haben nämlich Hunger und Durst. Und der nächste logische Schritt wäre dann, uns mal ans Bauen der Seamoth zu machen. Jetzt müssen wir aber nochmal nachsehen, was genau wir denn eigentlich für die gute Seamoth so brauchen. Doch, das nervt. Diese Geräusche sind so unglaublich schrecklich. Die Seamoth braucht Titanium. Haben wir eine Power Cell, Glas und Kupfer? Okay, Glas und Kupfer. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen rumtauchen. Wir bräuchten dazu nämlich jetzt erst nochmal ein bisschen Kupfer. So. Was war das jetzt? Das ist nix. Ach, das haben wir schon aufgenommen. Sehr schön. Dann eine Power Cell. Das heißt, wir müssen hier wieder 6 so Pilze mitnehmen. Haben wir jetzt 6? Das waren 6, genau. Silikon brauchen wir auch. Und dafür brauchen wir wieder das Quarz. Da müssen wir uns aber noch ein bisschen umsehen. Mal erstmal auftauchen. Luft holen. Neu peilen, wo wir eigentlich hier sind. Könnte Quarz sein, aber da könnten auch diese fiesen Bombardierschiffe... Ja. Was war das gerade? Silber? Ui, das ist schön. Silber ist schön. Silber nehme ich gerne mit. Dann gucken wir uns hier doch noch etwas um. Was ist das denn? Wir haben echt kein Quarz mehr. Haben wir schon alles leer gepflückt, das glaube ich jetzt aber gar nicht. Ah, da drüben, da sehe ich noch ein Quarz. Das gute Quarz. Aber wenn hier welches ist, könnte in der Nähe auch noch irgendwo was sein. Das sehe ich jetzt gerade aber gar nicht, das ist nicht so schön. Naja, dann schauen wir doch nochmal hier nach. Vielleicht gibt es wieder ein bisschen... Yep, es gibt Kupfer. Das ist super, denn das brauchen wir definitiv... Wo ist denn hier das ganze Quarz? Gibt's doch nicht. Kein Quarz. Nein. Und das ist echt immer die größte Problematik. Du brauchst etwas so super dringend und du findest es dann einfach nicht mehr. Und deshalb macht es hier in diesem Spiel wirklich... Was, die springen über Wasser? Jetzt ernsthaft? Wie geil sieht das denn aus? Das habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Cool. Oh ja, er ist hängen geblieben. Dankeschön. Hätte ich gleich dann essen. Wo war ich jetzt genau? Die große Problematik ist, dann findest du das Zeug ja wieder nicht. Und dann schaust du wieder doof aus der Wäsche. Und deshalb muss man das Zeug einfach immer mitnehmen, wenn man das irgendwo sieht. Sobald man Platz hat, rein mit den Ransachen. Meine Mutter hatte da immer mal so einen blöden Spruch, der hieß, nie leer laufen. Also immer irgendwas mitnehmen, was machen und tun. Wobei sie ja nicht unrecht hat. Hallo, Fischchen, komm zu mir. Oh, das ist natürlich auch schön. Oh, Quarz. Das ist schön. So. Wir könnten eigentlich dort unten nochmal reinschwimmen. Vielleicht haben wir noch was übersehen. Und da das Salz. Das Salz nehme ich natürlich auch noch mit, denn das brauchen wir auch immer ziemlich dringend. Ist übrigens auch so was, das man irgendwie nicht dann findet, wenn man es braucht. Und dann kann es natürlich sein, dass man verhungert und das wollen wir ja nicht. Hier gibt es nicht so viel drin in dieser tollen Höhle. Ich dachte jetzt irgendwie, oh, da könnte Quarz sein, aber nö. Jetzt sammeln wir einfach hier mal so ein bisschen die Steine ein. Na und? Obwohl wir hier das im Moment eigentlich gar nicht wirklich brauchen. Aber das können wir immer gut gebrauchen. Da kommt mehr Salz. Ein bisschen Luft haben wir auch noch. Deshalb werde ich jetzt hier mal so ein bisschen rumhacken. Oh, wir sind schon voll. Das ist jetzt doof. Ah, wir waren sowieso schon direkt neben unserem Rettungskapsel-Dingensen. Dann ist das doch nicht so doof.
Na gut, wir bräuchten also zwei Glas. So, damit haben wir also zwei Glas. Kann ich jetzt noch Silikon machen? Ja. Und sogar noch eins. Dann müsste ich jetzt auch eine Batterie machen können, ganz genau. Und sogar noch eine Batterie. Und können wir noch einmal Silikon machen? Nee, können wir nicht. Aber wir können die Power Cell machen. Sehr geil. Und jetzt machen wir erstmal was zu essen. Ich hätte gerne wieder so ein leckeres Fischchen. Wenn die uns vorhin schon förmlich in den Mund geschwommen sind, also das wäre ja böse, das abzulehnen. Oh, habe ich den jetzt gekocht? Das war jetzt doof. Das war jetzt echt doof. Naja. Jetzt ist es schon passiert. Kann man auch nichts mehr machen. Gucken wir mal, Silikon, bla bla. Wir dürften also so in etwa alles haben. Jetzt können wir eigentlich noch Bleiche machen? Nee, weil wir natürlich kein Salz mehr haben. Jetzt ist das ganze Salz aufgebraucht. Das ist nicht schön. So, wo ist er denn, unser Constructor? Da schwimmt er. Doch, diese Drohnen. Also eigentlich sollten diese Drohnen jetzt dort hochfliegen und die Seamob zusammenbauen. Tun sie aber offensichtlich gerade gar nicht. Oh, bevor wir die Seamob angucken, hier ist Quarz. Gleich mal mitnehmen. So, dann mal rein in die Seamob. Wie ihr jetzt sehen könnt, ist das so ein kleines Unterwasserfahrzeug. Das ist sogar ziemlich fix. Also man kann damit ordentlich abchatten. Und es hat halt den Vorteil, wie ihr auch unten am Balken mit der Luft seht, wir können hier atmen, ganz normal atmen, und hier leitet sich dann also auch unser Luftbalken wieder auf. Hat also offensichtlich irgendwie so eine Luftaufbereitungsanlage drin eingebaut, und das ist schön. Denn das wird unser Hauptgefährt sein, um später die Tiefsee erkunden zu können. Mit dem werden wir ganz schön lange und weit unterwegs sein. Was jetzt euch auch noch auffällt, es hat einen Energiebalken. Wenn der Energiebalken leer ist, dann war's das. Dann hört die Seamob einfach auf zu funktionieren, und wir müssen einen neuen Akku sozusagen rein tun. Die große Problematik daran ist allerdings, das verstopft dann wieder das Inventar und bla. Und man braucht natürlich auch wieder Ressourcen, und das ist schon echt problematisch, wenn die Seamob eigentlich so viel Energie verbraucht. Ihr seht ja, wir sind gerade nur ganz kurz rumgeflitzt und sofort sind wir runter auf 96%. Das heißt also, mit der kann man weite Expeditionen tatsächlich erst machen, wenn man auch noch so ein, zwei Energiezellen dabei hat. Oder im späteren Verlauf das große U-Boot. Das bauen wir auch als nächstes mit. Das kann ich euch schon garantieren. So, Scrap Metal nehme ich doch immer sehr gerne. Das Quarz auch. Und bei dem Quarz, das habt ihr jetzt auch schon gesehen, das hat nachts einen gewissen Vorteil. Es leuchtet. Und überhaupt leuchtet hier so unglaublich viel, und das sieht so schön aus. Ich mag das. Und ich werde hier auch weiterhin versuchen, möglichst unaufgeregt zu sprechen, denn ich möchte, dass das so ein bisschen so ein chilligeres, entspannteres Let's Play wird. Mit dem ich hoffentlich nicht so viel fluchen werde. Oh, guck mal einer an. Da ist Land. Können wir denn auf dem Land auch gehen? Nee, das haben sie immer noch nicht gemacht. Das ist ein bisschen doof, aber das kommt bestimmt noch. So, oh Gott, so viel Quarz. Es hat sich jetzt ja wirklich richtig gelohnt, draußen zu bleiben. Was ist das? Nee, Seamob-Fragment brauchen wir nicht mehr. Wir haben das schon erforscht. Nehmen wir hier noch das Quarz mit. Ach, da drüben ist auch noch eins. Scrap-Metal, dort Quarz. Gott, so viel Quarz. Also das ist gerade wirklich schön. So. Dann checken wir mal schnell unser Inventar. Ein bisschen was geht noch.
Aber dann war es das auch wieder. Wir könnten nochmal hoch schwimmen, uns nochmal umsehen, ob wir irgendwo noch Quarz finden würden. Das sehe ich jetzt aktuell nicht. Das heißt, unsere Slots sind weiterhin frei. Wir könnten vielleicht noch so ein paar Fische mitnehmen. Na, komm her. Ja. Und wieder in die Enge getrieben. Und dann ist er hängen geblieben. Oh, das reimt sich. In die Enge getrieben und hängen geblieben. Haha, sehr schön. Was ist das für ein normales Scrap Metal? Haben wir da noch Platz? Ja, aber jetzt müssen wir echt voll sein. Genau, jetzt sind wir voll. Wir gucken mal wieder, wie wir zurückschwimmen können. Dort hinten geht unser Beacon. Wir sind also nicht sonderlich weit entfernt von unserem schicken Escape Pod mit dem Fabricator. Naja. Dann gucken wir doch mal rein. So, was würde ich denn jetzt noch gerne machen? Ich würde ein bisschen Bleiche am liebsten machen. Denn mit der Bleiche kann man auch Wasser herstellen. Und das ist sogar deutlich besser als das aus diesen Luftsäcken. Moment, ich kann mal gucken, ob wir da... Ja, da haben wir eins eingelagert. Also so ein normales Filtered Water gibt einem 15 dazu. Und dieses Disinfected Water gibt einem gleich mal 30. Also das ist richtig viel. So, wir können jetzt hier noch ein bisschen was einlagern, wobei ein Filtered Water können wir ruhig mal mitnehmen. Und dann pfeifen wir uns mal so ein bisschen was hinter. Wir nehmen einen, guckt. Und noch etwas Wasser. So. Dann mal raus und dann müssen wir wieder zu diesem ultra nervigen Constructor-Teil. Und gucken. Boah. Das ist echt unglaublich nervig. Und guck mal, was genau wir jetzt nochmal für unser Mutterschiff brauchen. Das Cyclops. Cyclops Blueprint, das haben wir schon. Dann Blastial Ingot. Enameled Glass und ein Advanced Wiring Kit. Wir könnten erstmal gucken, wie wir dieses Blastial Ingot machen. Da bin ich mir nämlich gerade gar nicht mehr so sicher. Na? Komm schon. Also ich denke, wir bräuchten dafür die Titan-Ingots. Und dann... Genau, das Lithium. Das Lithium befindet sich so circa zwischen 100 und 200 Meter Wassertiefe. Da müssen wir dann noch ganz woanders hinschwimmen. Und finden das dann dort auch hoffentlich. Dann brauche ich ein Advanced Wiring Kit. Dafür brauche ich Gold und einen Computer Chip. Haben wir nicht einen Computer Chip schon hier im Storage gehabt? Tatsächlich haben wir schon. Das ist super. Dann brauche ich eigentlich nur noch das Gold. Ja gut, wir machen jetzt erstmal noch so ein bisschen Titanium. Und dann können wir so ein paar Titanium Ingots machen. Na... Ja, das war's erstmal, genau. Moment, da rein. Und von diesen Ingots brauchen wir dann insgesamt 5 Stück. Wie viel haben wir jetzt aktuell noch? Wir haben aktuell nur noch 3. Das ist nicht so prall. Dann lagern wir das doch mal hier. Wo ist es denn? So. Das bedeutet auch, dass wir eigentlich gleich wieder losziehen müssten. Ich glaube, dann ist es cleverer. Wir lassen auch noch ein bisschen Quarz hier. Und dann machen wir uns auf die Titaniumjagd. Sammeln also erstmal das zusammen. So. Erstmal das ganze Titanium und dann brauchen wir, glaube ich, für dieses eine Glas, brauchen wir natürlich Quarz und die Zähne von diesen komischen krokodilartigen Viechern, die so auf den Schrott stehen und den sammeln. Deshalb gucken wir uns jetzt bestmöglich nochmal ein bisschen um, wo die denn genau gewohnt haben. Ich glaube, das war irgendwo da hinten. Und, ah, das nehmen wir auch gleich mit. Wenn hier schon mal so viel Titan gleich rumliegt, dann kann man ja nicht nein sagen. Das sind, wie ihr übrigens sehen könnt, Überreste des abgestürzten Schiffs. Ja. Danke für die Warnung. Ich werde hier noch das Teil einsacken.
Dann tauchen wir mal wieder ein bisschen auf. Oh, schneller, 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 schneller. Schwimmen. Sehr gut. Und wenn mich jetzt nicht alles irrt, waren irgendwo dort hinten diese fiesen Viecher. Genau, die müssten die gewesen sein. Ich bin mir gerade übrigens auch total unsicher, ob sich nicht die Maps sogar massiv ähneln. Oder ob das nicht vielleicht sogar eine und dieselbe Map ist. Das wäre auch mal interessant zu wissen. Und jetzt ist natürlich kein Star, das ist blöd. Aber wir können noch ein bisschen was von dem guten Quarz mitnehmen. Na? Gut, wir tauchen mal ganz schnell wieder auf. Schnell, habe ich gesagt. Schnell. Möchte wohl nicht so, okay. So, nun aber. Jetzt geht's wieder runter. Und wir gucken mal. Da ist so einer. Und die müssen wir jetzt irgendwie kalt machen. Diese fiesen Stalker. Denn von denen brauchen wir die Zähne am Ende. Ist er jetzt schon tot? Aber sowas von. Und wir waren schneller, das ist perfekt. Haben wir jetzt was bekommen von ihm? Nö. Warning, 30 seconds of oxygen remaining. Nee, sieht im Moment nicht danach aus. Das ist blöd, dann müssen wir dort unten noch ein bisschen rumtauchen und gucken dann mal nach, ob nicht irgendjemand anders seine Zähne verloren hat, also von diesen Viechern. So, und eigentlich hätte ich auch schon wieder ein bisschen Hunger und Durst, und aus diesem Grund schnappen wir uns mal hier so ein paar Green Points, denn die geben ein bisschen Nahrung und Wasser. Nicht signifikant viel, aber ein bisschen was. Und wie wir ja wissen, ein bisschen was ist besser als gar nichts. So, dann nochmal auftauchen. Und dann gehen wir mal wieder auf Zähne suchen. Vielleicht war ja die Zahnfee gerade hier und irgendwo liegen diese blöden Zähne rum. Nee, ich sehe aber echt nichts. Das ist übrigens auch cool. Das ist so eine Muschel, da kann man drauf schwimmen. Und dann, wenn man in dieser Luftblase ist, lädt sich die eigene Wasseranzeige, nicht die eigene Wasseranzeige, sondern die eigene Sauerstoffanzeige wieder auf. Das ist natürlich richtig typisch. Oh, das sieht auch so geil aus, ne? So schön. Na gut, dann mal weiter am Takt. Also ich sehe jetzt hier einfach überhaupt keine Zähne. Dabei müssen die wirklich irgendwo hier sein. Ich sehe aber auch keines von diesen doofen Viechern mehr. Ja, bin ich vielleicht schon weggeschwommen, wo die sind? Naja, wobei das ja jetzt auch nicht so schlimm ist, genießen wir einfach mal die schöne Aussicht dabei. Oh, das ist interessant. Hier könnte sich irgendwo Lithium verbergen oder Gold. Nummer 1. Und Gold. Wir haben Gold gefunden. Jetzt sollten wir uns aber dringend ans Auftauchen machen, denn wir sind unglaublich tief. Das wäre jetzt irgendwas, wie wir... Hört ihr das? Da unten ist irgendwo wieder so ein Riesen-Oschi. Ja, das ist er. Sieht ziemlich geil aus, aber den schauen wir uns das nächste Mal oder so noch an. Da schwimmen wir dann mal hin mit unserer Simon. So, einen kleinen Tauchgang in die Tiefe mache ich hier noch. Und dann gucke ich mich noch mal ein bisschen um. Und vielleicht haben wir tatsächlich Glück und wir finden schon ein bisschen Lithium. Was ist das? Pick up Terraformer Fragment. Naja, kann man ja mal mitnehmen, ne? Nee, das ist auch nur
Nur Gold, ja. Warning, 30 seconds of oxygen remaining. Ja, wir sollten aufsteigen. Wir sollten jetzt erstmal aufsteigen und dann wieder zurück zu unserem Rettungspot. Und dort können wir dann schon mal die gefundenen Sachen abgeben. Und auf dem Rückweg werde ich nochmal so einen kleinen Blick erhaschen, ob nicht doch noch irgendwo diese doofen Zähne sind. Vielleicht müssen wir auch erst alle abschlachten und dann fallen diesen Leichen dort die Zähne aus. So mit der Zeit. Wäre natürlich super. Nee, ich sehe keine. Also das sieht dann auch tatsächlich so richtig aus wie Fangzähne. Da ist wieder so ein Viech, den schlachten wir wieder ab. Na? Da, diese Zähne hier, die müsste er dann irgendwie verlieren. Und dann müssten die hier irgendwo liegen, aber sie tun es nicht. Naja, sicherheitshalber werden wir erst nochmal auftauchen. Boah, wir waren wieder so unglaublich tief unten. So. Einmal noch Luft holen. Dann tauchen wir noch ein einziges Mal ab und hoffen, dass wir ein bisschen mehr Glück haben und tatsächlich doch noch die Zähne finden. Ja, und sollte das nicht der Fall sein, dann schwimmen wir erst nochmal zurück zu unserer Kapsel. Ich sehe nichts. Dann mal wieder hoch. Nee, ich sehe immer noch nichts. Ja, vielleicht irgendwo da unten. Langsam allerdings schon wieder kritisch mit unserer Luft. Also da haben wir irgendeinen gemeuchelt vorhin und da sind auch... Oh, den haben wir doch nicht gemeuchelt. Der hat da geschlafen. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ich habe doch keine Luft. Ich muss jetzt auftauchen, ganz schnell. Lass mich bitte. So. Ach, kein Problem, wir schaffen das. So. Okay, also das hat jetzt irgendwie nicht so gut geklappt mit den Zähnen, also... Tja. Da würde ich sagen, wir schwimmen erst nochmal zu unserem Kapselchen. Ich habe ja auch schon wieder Hunger. Also muss ein bisschen gegessen werden. Oh, da ist Salz. Und wie wir wissen, Salz ist immer Mangelware, wenn man es braucht, also wird das gleich eingesackt. War da nochmal Salz? Nee. Da war kein Salz mehr. Ich sehe schon kommen. Wir werden langsam so viel Zeug schon wieder zusammen haben, dass wir wieder schön Escape Pod einsauen müssen. Und total zumüllen. Erstmal was essen. Moment. Hatte ich da jetzt? Genau, da hatte ich doch noch einen gekochten. Kalt. Und Wasser hätte ich auch ganz gerne. Dann pfeifen wir uns das mal hinter. Und so sehen wir das schon deutlich gesünder aus. Dann noch ein bisschen Titanium verarbeiten. Immerhin haben wir doch recht viele Wrackteile gefunden. So. War's das jetzt? Jetzt müssten wir es doch haben, ne? Ganz genau, wir müssen es haben. Und wir haben es auch. Gucken wir mal noch so ein Titanium-Ingot, das heißt noch drei Stück. Oh, da haben wir auch schon wieder die Hälfte voll, das ist ja super. Dann lagern wir das gleich mal. Was haben wir denn da? Ach, ein Terraformer-Fragment. Da wollte ich ja dann später erforschen. Dann noch ein bisschen Quarz eingelagert. Das Silikon brauchen wir im Moment auch nicht, das Gold gerade auch nicht. Und jetzt sehe ich, wir sind jetzt schon bei 25 Minuten. Daher beende ich jetzt die Folge und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschalten würdet. Ich wünsche euch was. Ciao.